Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowded mit Voucher und mit unserem Nerd-Alterle. Schön, dass ihr da seid. Mittendrin bin ich mal wieder aufgehalten worden. Ich muss immer noch von den Dingern hier besorgen oder reichen die uns? Wir brechen jetzt einfach auf. Ich habe nicht allzu viel Gras besorgt, wie ich wollte, aber es wird uns reichen. Hier haben wir nochmal 5 Stück. Ich würde sagen, wir finden drüben bestimmt auch Verbände. Lass uns mal kurz die verbauen, bevor wir abhauen. Dass wir so früh wie möglich hier unser kleines Wegchen dahin bekommen. Ich würde sagen, wenn wir den Dschungeltempel haben, bei Birdle soweit dann abgegeben haben, beziehungsweise neue Mission geholt, dass wir dann mal eine richtig gemütliche Baufolge machen, dass wir hier oben den Haken dran kriegen. Ah, schade. Was heißt schade? Manchmal nimmt man sich doch einfach noch eine Minute und holt noch mal zwei halbe. Da muss ich mal aufpassen hier. 2 Gramm, hätte ich fast gesagt, weißt du. So, einer. Okay, Nördle, leg's weg, mach dir nochmal. Da ist einer, genau den. So, hau mal jetzt ab, bevor der Wolfgang hier noch spazieren geht oder sowas. Ich trau ihm nicht. Ich trau ihm nicht, ich trau ihm nicht. So, Mr. Nerdy. Schön hast gemacht. Fups, immer oben. Ab sofort können wir wieder runterlinsen. Okay, nochmal ein ganz kurzer Check, bevor wir abhauen. Es ist soweit alles repariert. Wir stehen ziemlich gut dran. Ein gutes Schild, aber das ist nicht so wild. Dann haben wir hier einen Haufen Schmusis, die hauen wir nacheinander rein. Wir haben zweimal Verbände, wir haben dreimal Verbände. Den lassen wir noch hier. Kolben haben wir dabei. Und wir haben uns für den Speer entschieden. Ein paar Pfeile, falls wir was pullen wollen. Sollte normalerweise machbar sein. Ach so, stopp mal. 3 Stück davon. Davon eins, weil ich will mir ja drüben was zum Speichern aufbauen, weißt du? Damit wir da aufgehoben sind. Wie viel Uhr haben wir denn? Jo, 14:23 Uhr. Ich würde sagen, wir speichern. Und hauen ab. Ab geht's in die Hecke. Und nach der Hecke können wir dann, weil wir ja den Teich schon gemacht haben, das Nebellabor ins Auge fassen. Oder auch nicht, je nachdem. Die Ecke müssen wir auch nicht mehr besuchen unbedingt. Wir können auch einfach wegbleiben. Alter, jetzt habe ich ja wieder. Was man nicht im Kopf hat, hat man in die Fiers. Ah ja, dann können wir gleich pennen, jetzt wenn ich so weitermache. Nix, unser Ziel wird sein, drüben anzukommen. Kann ich mir das jetzt bauen, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja, ne? 3, 2. Ich muss noch Essen mitnehmen, wenigstens eine Handvoll. Wir finden drüben zwar bestimmt Riegel und so, aber schadet ja nicht. Hier sollte ich mir auch irgendwas einfallen lassen. Ich habe doch extra Wasser auf unser Trockenständel. Ich sage immer geräuchertes, ne? Ist getrocknetes natürlich. Ich würde sagen, wir nehmen alle drei. Und einen haben wir noch bestimmt auf dem Grill. Jo. Ein Lausi-Mausi. Just close your eyes. Just close your eyes. Hold on, hold on. Don't even need to boil it. So, jetzt aber. Up and away. Wir gehen in die Dschungelhecke. Alter, war das Hathaway oder sowas, ne? Aus der 80er, 90er. Ah ja, manchmal kommt halt in mir die alte Zeit durch. So, jetzt aber. Wir gehen natürlich gemeinsam. Ich würde sagen, wir machen da keine Abstriche. Auch der Weg zur Hecke kann gefährlich werden. Milbusse will ich keine sehen heute. Nein, du hast deine Chance gehabt. Ich war farmen, da war der nicht da. Doch, wir waren da. Aber du hast ja Helme gebaut. So. Wie gefährlich ist das, dass wir jetzt hier einfach so wegen Wolfi Molfi? Ey, wir sollten eigentlich, wenn wir hier so unterwegs sind, unsere Giftresistenz manchmal reindrücken, ne? Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es machen. Ich kenne das. Welches ist ein Giftresistenz? Ihmchen hier, gell? Machen wir die Haucherlunge gegen Giftresi, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Weil wenn jetzt hier wirklich die Spinne kommt, nehme ich, glaube ich, lieber den Kolben. Okay. Boah, ich nehme an, dass wir heute Morgen unterwegs sein werden, ne? Das war ja schon sehr umfangreich, das Ding. Ja. So. Jetzt werden wir gleich sehen, ob er da hinten drin liegt. Wir hoffen ja. Wenn nicht. Oh, der ist nicht da drin, Leute. Hinten läuft er. Scheiße. Ich hoffe natürlich, der geht jetzt ins Bett. Also wenn das Gewackel da hinten jetzt die Wolfsspinne war, dann ist die sauschnell. Was? Aber ich muss ja weg, sonst wird es dunkel. Wolfsspinne, wo bist du hin?
denn es macht jetzt keinen. Wolfsspinne. Bist du weitergelaufen oder hast du dich da hinten nur hingestellt? Hau ab hinter mir. Ich kenne ihren Laufweg nicht. Geh weg. Ich habe einen Auftrag. Der Bergel macht euch platt, wenn er es mitkriegt, wie ihr hier mit mir umgeht. Bergel! Bergel! Rette uns, Bergi! Okay, Wolfsspinne haben wir umlaufen. Der wahre Held umläuft den Feind. So, Fackel haben wir ja gemacht, ne? Es ist ganz gut, wenn ich gestern schon gerichtet habe, weil... Let there be light. Genau. Sonst hätten wir jetzt nichts. Gut, wir tun natürlich jetzt nicht so, als ob wir nicht schon mal hier waren, aber wir werden uns bestimmt auch oben das eine oder andere Mal wieder verlaufen, ne? Wo bauen wir unser Speicherschelter hin? Ich würde sagen, an die erste Absprungrampe da vom Ding, ne? Hier waren wir ja schon. Nerdy, ne? Hier waren wir. Gut. Weißt du noch, wie du laufen musst? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, hier lang. Ne, wir müssen wieder zurück. Aber... Science! Ich würde gern wissen, wer das eingesprochen hat. Respekt für Science! Okay, okay. Ist da kein besserer Reim eingefallen jetzt, oder was? Wieso? Okay, okay, war doch gut. Mit wem redest du? Mit mir selber? Natürlich, okay. Ah, willkommen in meiner Welt. So, Nördchen. Stupf sie auf. Sehr gut. Du kannst ja keine Treppen, ne? Okay. Hier würde ich mir irgendwo das Speicherschalter gleich aufsetzen. Hiya. Oder schon drüben. Ja, wir fahren schon mal eins rüber. Hier war ja nichts, wo ich bauen musste oder so, gell? Oh, hallo, willkommen zurück an der Hecke des Glücks. Ja, Samuel. Ja, du hast den Pfad gefunden. Ich war jetzt schon ganz stolz auf dich. Sag ich meiner Mutter. So, jetzt pass auf, dass ich halt... Ich würde sagen, wir stellen uns hier hin. Hier auf der Pilz. Oder eher hier. Ich habe immer Angst, dass ich dann hier runterknall. Ich glaube, die breiteste Fläche wäre, ich stelle es hier irgendwo... Ne, ich stelle es auf. Oder hier ins Ding rein. Jetzt braucht man eine Folge, bis ich das Ding aufgebaut habe hier. Hier ist cool. Respawn-Punkt setzen. Wenn ich jetzt schlafe, ist es 1.19 Uhr. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Gibt es denn was, was ich hier geschwind noch erledigen kann für uns? Damit wir früh morgens wenigstens aufbrechen? Oder soll ich das mit einem Schnittchen lösen? Schnittchen wäre jetzt aber auch nicht schlecht, gell? Lass uns wenigstens mal gucken, wo es weitergeht. Hier sind überall die kleinen Eiersäcke. Da hinten war das Teil, das man aufbauen muss. Gehört aber jetzt nicht zwingend zum Labor. Lauf mal einfach mal hier ein bisschen spazieren. Da wäre dann Feierabend. Ja, komm, wir machen schon mal eine kleine Scout-Runde. Und ich würde sagen, ich penne aber trotzdem dann. Ich mache dann einen ganz kleinen Minischnitt. Stell mich da oben hin und warte. Dann stärken wir uns und dann gehen wir los. So, hier. Hinten ist der erste Teil vom Labor, da hinten geht es dann nachher halt weiter. Hey, da werden wir uns bestimmt das ein oder andere Mal verlaufen. Also, ich würde jetzt sagen, dass wir früh morgens losgehen, dann nutzen wir die Fackel noch, bis es tatsächlich hell wird und dann haben wir im Labor ein bisschen Beleuchtung. Und unser Nerdy-Murdy, der wartet jetzt hier bis 20 Uhr, würde ich sagen. Und dann können wir los. Ach, guck mal, das siehst du aber auch die ganzen... Ich habe sie noch nie angeklickt. Erweitert das Zeitfenster für perfektes Blocken. Hat einen Einfluss auf die Verzögerung, bevor sich die Ausdauer zu regenerieren bedingt. Beginnt. Ja, deswegen klicke ich es nie an. Verwirrende Riposte. Gegner, deren Angriffe du perfekt blockst, werden von Selbstzweifeln heimgesucht. Und Angriffe erhalten die Chance, extremen Zusatzschaden zu verursachen. Das ist schon mal richtig cool. Und hier haben wir momentan... Gut genährt, eine köstliche Mahlzeit beschert dir eine langsamere Gesundheitsregeneration. Dann haben wir hier eine köstliche Mahlzeit, hat deinen Hunger eine Weile in die Schranken gewiesen, plus schnelle Ausdauer erholen. Und da sind wir noch ohne? Das sind die Schmusi-Effekte, glaube ich, gell? So, Leute, bis gleich. Okay, seid ihr bereit? Bereit für ein Powernapping? Ein Powernapping von etwa 8 Stunden. So, wann stehen wir denn jetzt auf, Digga, wenn ich ins Bett gehe? 5.18 Uhr. Ah, das passt. Da wird es auch langsam hell im Gärtle.
Okay, doch noch nicht. Mach die Fackel wieder an. Dann brauchst ja du wahrscheinlich morgens erstmal eine Stärkung, so wie ich dich kenne. Better than starving. Aber auf jeden, auf jeden. Bin mal gespannt, ob das reicht, was wir da ausgemessen haben. Nice and clean. So. Ach, den zweiten Schluck kann ich jetzt nicht schon. Wenn ich jetzt noch einen Knatz esse, sind wir schon wieder blank, weißt du? Na egal, weiter geht's. Okay, wie gesagt, ich kenne den Weg nicht. Wir laufen einfach mal drauf zu. Da waren wir, glaube ich, gestern schon. Also in-game gestern. Hey, manchmal komme ich selber durcheinander, wann ich gestern sage und wann. Blöd ist nur mit dem Kämpfen jetzt, wenn die kleinen Spinnen da antrollen. Klammer geguckt, ob der Falsche noch da. Ich glaube, wir müssen hier runter, Leute. Da haben sie doch Pilzpuffer hingebaut. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das Labor war. Hier. Geht's hier in den Wirbel rein, wo die Brutmutter ist? Müssen wir da schon durch? Glaub, gell? Alter, die spannende Musik. Aber das kann auch sein, weil es noch Abend ist. Die Eier lasse ich jetzt erstmal auf. Dazu. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Abschnitt. Da gehen wir jetzt gleich schon mal reingucken. Ich darf hier nur nicht runterfliegen. Das ist immer das Liederlichste für mich an den Laboren. Hier oben. Wenn du runterfliegst, ist gleich vorbei. Hallöchen! Ah, sehr schön. Gleich mal zwei Riegel geschnappt. Ach, guck an. Nein, nicht trinken, Digga! Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Warte mal geschwind, ich muss gerade mal ein bisschen gucken. Es ist schon noch ziemlich dunkel, gell? Auf geht's. Hast du etwas mit unserem schrumpfenden SCAB-Vorrat angestellt? Nachdem die Spinnen den Großteil davon geraubt haben, hatten wir noch mindestens ein Dutzend. Jetzt sind gerade mal 6 übrig. Ich bin mir sicher, du warst mit deinen überaus wichtigen Geschmacksexperimenten beschäftigt. Aber bitte, leg sie zurück. Okay, aber wir haben ja eigentlich ausgemacht, schon im Teichlabor, dass wir eine Release-Staffel wahrscheinlich machen, wo wir dann alles lesen. Käfersaft! Wir haben ein neues Interface, Tagmodus. Käfersaft! Oh, das würde ich mir aber für den Nachtmodus reinmachen. Käfersaft ist Nachtmodus. Und für den Tagmodus bräuchte ich irgendwas, was mich so ein bisschen chillen lässt. Lass mal kurz durchgucken. Ist zu arg. Der Milbenreiter wäre auch was für die Nacht. Sind wir noch im Nachtmodus? Nee, ne? Es gibt gar keinen so. Da müssen wir mal irgendwann welche besorgen gehen. Okay. Diesen Abschnitt haben wir dann wohl, Leute. Geht's da auch noch weiter? Wir laufen aber. Was nimmst du mal mit? Schaden kann das nicht. Gut, dass sie die mittlerweile ausgelegt haben. Hier sind auch nochmal Pilzpuffer. Und da hinten sehe ich auch was. Ja, da gehen wir pilzpuffermäßig durch. Hallo. Oh, aber das sieht... Da geht's zur Spinne, gell? Da geht's zur Spinne. Ich glaube, dass ich da nicht hier lang muss. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, laufe ich natürlich gleich nochmal zurück. Pass mal auf, ich will erst gucken. Wir werden eh noch morgen unterwegs sein, weil hier kommt das Kabel, aber das kommt ja von da hinten. Was? Komm mal mit. Nettle, flieg mal hier bloß nicht runter. Auch nicht mit deinem Kleider irgendwelche Fetzgeschichtlen hier machen. Da geht's direkt runter. Da hinten ist nochmal die andere Seilbahn. Lass uns mal über den Pilzpuffer noch kurz darüber laufen. Soll das so sein? Scheiße. Scheißele. Das ist wohl nicht so gedacht gewesen. Aha. Aha. Als ob wir nicht schon drin waren gerade, gell? Nee, weißt du was? Wir laufen zum Spinno. Zum Spinno? Zählen wir uns jetzt ein Spinno oder was? Wisst ihr den Weg, wenn ihr den einmal gelaufen seid? Habt ihr das dann verinnerlicht? Oder ist bei euch auch so ein bisschen manchmal, dass ihr denkt, war das jetzt links, war das rechts? War das überhaupt hier? Komm, wir gehen die Seilrutsche.
Ich habe eh das Gefühl, dass wir nochmal anlaufen müssen bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nördler, mach's was mit, gell? So. Wir sind an der sagenumwobenen Spinnenfrisbee. Oder hinten ist auch ein Science-le. Aber die Brutmutter, die kann man ja Gott sei Dank erst, wenn man sie beschworen hat. Das war aber eigentlich ein Treffer. Das eigentlich auch. Moment, Mo. Okay, das war jetzt aber nicht mein Fehler. Du warst doch hier nicht alleine, oder? Stückle. So. Wen haben wir denn hier? Supreme. Tagmodus Supreme abchecken. Oh, das wäre eigentlich eher was für die Nacht, finde ich. Aber ich nehme den für die Nacht und nehme Käfersaft jetzt mal eine Zeit lang tagsüber. Wird um 20 Uhr aktiviert. Supreme. Hier kann man natürlich mal hergehen, farmen, wenn wir was brauchen. Und wir holen uns jetzt das Science und gucken wenigstens einmal in die Arena, ja? Auch wenn ich hier natürlich Gefahr laufe, runter zu ballern. Bis jetzt ist es recht angenehm. Erst zwei kleine Spinnen. Aber. Alter, das wird nochmal was, wenn wir hier die Arena gehen. Haben sie an dem Spinnenboss eigentlich was gemacht? Weiß jemand was von euch? Weil manchmal nerven sie ja die Bosse und so. Und bei uns ist eine Weile her, gell, dass wir den gemacht haben. Boah, das wird übel. Ich hoffe natürlich, dass es noch so ist, dass man die... Und die kennt ja nichts, ne? Die hat sogar Wanzen in ihrem Netz da oben drin. Broodmother BLT. Das Rezept müsste man kriegen jetzt mit der Runde. Kann ich die abpflücken? Nee. Hier, ne? Mutterspinnen-Snack. Ja, wir werden uns wiedersehen, Arena. Eines Tages. Vielleicht aber auch erst in vielen, vielen Monaten. Je nachdem, ob wir nochmal aus dem Nebellabor rauskommen. Das muss ja dann auch nochmal eine Nümmerle werden. Das sollten wir auf jeden Fall gucken. Was wir... Oh, ich habe immer noch Vergiftungsding drin. Muss ich gerade mal rausmachen eben. Ich bin dann eher so... Weißt du? Ist einfach ein besseres Feeling. Okay, ich glaube, das haben wir. Science haben wir geschnappt. Die haben übrigens einen Haufen Science-Punkte, gell? Huch. 11,6k. Hab ich noch nie gehabt. Normal haue ich die immer direkt raus. Okay, Bärenleder und so machen wir jetzt mal noch nicht, weil die Taschen sind nämlich immer so ruckzuck voll. Sind wir jetzt tatsächlich richtig gegangen oder was? Da vorne ist Labor. Irgendwo gab es auch mal eine Stelle, wo ich abspringen muss, bevor ich gegen den Stamm knall, gell? Nicht, dass es hier ist. Nicht den Sack. Okay. Raw Suck Science! Auf der anderen Seite, wenn wir die Säcke machen, steht natürlich die Chance ziemlich gut, dass wir Marini-Stücke kriegen auch, ne? Oder Baumwanzenbrocken. Wir müssen ja nicht alle machen. Fliegenpelz war das. Oh! Das ist jetzt 50 oder was? Alter, das ist ein paar Stück drin gewesen, oder? Du könntest hier den rausschmeißen. Knatzle ist es später. Den behalten wir. Spinnendinger behalten wir auch. Bis jetzt habe ich hier noch gar nicht viel gebraucht, ne? Ich nehme mal eins.
Baumwanzenbrocken schadet mit Sicherheit nicht. Okay, Teil 1 haben wir. Kommen wir hier schon rein? Nee, liegt irgendwas drin? Das was wir später uns merken? Nö. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Oben drauf leuchtet ein Lämpchen. Hä? War da auch die Luke? Ne, hier nicht, gell? Doch, das ist auch eine. Guck mal, den Tropfen habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Allerle. Kondenswasser vom Labor. Okay, war nicht so gut. Vogelblatt. Da hinten liegt das Stück. Da ist das große Labor. Da muss ich hier irgendwie anders laufen. Ich schätze mal von hier. Ja, möglicherweise sind wir hier richtig. Hier sind wieder die Puffers. Labor. Labor, Knaber. Jetzt bin ich gerade überfordert. Das war schon mal so. Und über die Blätter kommst du doch da nicht rüber, oder? Ah, und an dem Pilz unten ist auch ein Laboreingang, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob der schon offen war. Hier über uns geht was runter. Dann sollten wir gucken, wie ich da hochkomme. Dieses Blatt lädt ja ein, dass man draufläuft, ne? Ist das nicht zu steil, Digga? Nerdtastisch. Okay. Okay. Cooler, als ich gedacht habe. Wir gucken aber die Fahrbahn jetzt in Zukunft ein bisschen an. Ne? Da drüben kommen wir direkt rein. Kein Stock, der uns aufhält. Mit Control ist, glaube ich, fallen lassen, gell? Hallöchen, Tür, Systemüberbrückung. Finde das Terminal-Passwort, melde dich beim Terminal an. Ich, miek, miek. Ist ja Let's Play, wir machen mit Speichern diesmal, ne? Ich sehe gerade fette Science, ne? Entweder haben die das mit den Science erhöht oder wir kaufen dieses Mal einfach viel zu wenig. Normal habe ich nie Science. So, Passwort suchen wir, ne? Hier geht's gleich los. Da ist noch zu. Hier ist dann der Endraum, ne? Da kriegen wir, glaube ich, dann auch das Rezept. Blöd mit der BLT. Okay. Hä? Da ist jetzt auch zu. Möglicherweise liegt es aber daran. Diese Junior-Spinnen hier, die waren doch giftiger wie die großen, oder? Also, jetzt wo ich die hier mit Pfeil und Bogen so schnell niedermache, ich schwöre, ich hätte gern mehr Pfeile mit. Das waren so richtige Schadensmacher hier, die... These hedge spiders are up to no good. Was hat er jetzt gesagt? Das habe ich noch nie gehört und gelesen habe ich jetzt leider auch nicht. Die sind übel Möbel. Da haben wir den Schadensresi-Trank. Ich weiß so was. Nochmal ganz kurz hier reingeguckt. Ne, waren dann doch andere. Und aufkeilt ist auch. Wir gehen erstmal einmal durch, nicht, dass da noch irgendwo sich eine verbirgt. Passwort. Teil 1. Hier ist keine mehr. Ist das da unten der Buff jetzt vom Speedy? Hätte ich jetzt fast gesagt. Okay.
Okay. Ja, wir machen es natürlich nach und nach. Ich wollte nur mal gucken, ob ich da noch ein paar Feinde kriege, bevor der Debuff, der Buff abläuft, ne? Sicherheitshalber. Ja, da oben haben wir dann später. Ich gehe noch hier kurz gucken. Ein bisschen habe ich noch Buff. Der dritte Schlag ist es halt, dass er dann niederstreckt. Ein bisschen Buff haben wir noch. Das war der Dreier-Move. Wenn du den anbringst, genug mit genug Ausdauer, ist kein Problem, ne? Okay, ich würde jetzt allerdings den Abschnitt nicht von hinten aufzäumen, sondern tatsächlich gucken, dass wir vorne alles holen. Hier geht es dann auch runter. Ein Passwortteil haben wir bereits geholt. Hier kamen wir her, ne? Da dürfte jetzt auch kein Feind mehr nachgespawnt sein, irgendwie. Hier bewegen wir uns jetzt langsam durch den Bereich, den wir entdeckt haben. Die Säcke lasse zu. Die müssen wir nicht unbedingt wecken hier, die Jungs. Was war das jetzt? Der Buff aus. Don't even need to boil it. Choke it down, Pete. Irgendwas hat uns krass Hunger gemacht, hä? Hier geht's dann später runter. Kriege ich die von hier? Ja, schade. Baller nicht alle Pfeile. Schade. Okay, die hast du. Okay, weiter geht's. Was hat mich jetzt so hungrig gemacht? Kann das sein, dass der auf den Hunger ging, der eine? Ach, das ist eine ganz normale Werkbank. Die sieht so super modern aus. Naja, gut. Bringt uns aber jetzt gerade nicht wirklich viel. Werkbank ist zwar cool. Irgendwas übersehen? Warum ist das so rot? Ah, das ist das Zeichen von denen. Alles gut. Hier ist zu. Hier ist der Analysierer. Okay. Gehen wir hier durch. Hier haben wir ja soweit alles gesehen. Dann habe ich... Ah, die Pfeile liegen draußen. Scheiße. Mich schon gefreut, dass ich sie aufnehmen kann. Hier geht's hoch. Machen wir den Bereich da hinten, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir gucken. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen zu speichern nachher. Das kann ich nicht einsammeln. Die habe ich schon 10.000 Mal gefragt. Ja, die kann man nicht essen, wenn man die... Stop this. Wenn wir hier runterfahren, glaube ich, bleiben wir vorne an dem Ding hängen. Jetzt kann ich nochmal gucken. Dickes Stück Heckenbeere. Lässt sich leider nur... verarbeiten. Okay, also hier könnte man fahren, aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob wir da nicht hängen bleiben. Ich glaube nämlich ja. Machen wir uns lieber einen neuen Bereich auf. Machen wir uns lieber einen neuen Bereich auf. Welchen machen wir uns auf? Was geht hier? Lass mal hier runter. Da liegt ein Milchmolar. Und zwar einer von der Königsklasse. Oder ist doch einer so ein Gruppenmolar? Milchmolar! Mega-Ausführung! Aber wenn ich da hängen bleibe, müsste ich doch hier drauf landen normalerweise für den Fall der Fälle. So. Dann gucken wir mal hinten ist zu. Wir gehen einfach mal weiter, bis er uns... Jetzt kommen wir schon Richtung... Ey, hat der heute einen Haufen Hunger. Ja, man ist viel unterwegs, viel in Bewegung, gell? Wir hätten mehr zum Essen mitnehmen müssen. Hier ist dann wohl der Zugang vom Baum aus. Also kannst du doch von unten einfach direkt hin, ne? Leute, wir machen jetzt hier keinen Presser oder so. Zwei Passwörter gilt es noch zu finden. Zwei Passwortschnipsel. Wir
bewegen uns morgen weiter hier durch. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Hier war dann auch zu. Und dann gab es doch noch diese Seilrutsche, die uns auf die Luke führte, ne? Ja, nicht, dass das Passwort die ganze Zeit irgendwo klebt und ich habe es nur wieder übersehen. Ich gucke lieber nochmal. Also, pass auf, letzte Aktion für heute. Speichern. Und... ja, genau. Genau. Das heißt, da müssen wir... aber da ist das Passwort, ne? Kann ich von hier? Jo. Also, perfekt. Achtung. Das wäre wieder ich. Zweites Passwortstück haben wir. Liegt noch ein Riegel oder irgendwas da? Das wäre echt cool. Power of Helion, Champion of the Sun. Nee. Okay, das heißt, wir müssten eigentlich dann da wieder rein. Wo lande ich denn ganz unten, wenn ich hier durchhüpfe? Machen wir es mal anders. Huch. Da wärst du hier einfach durchgeknallt, ne? Die lasse ich liegen. Und jetzt sind wir wieder drin. Okay. Also, einen schönen Teil haben wir schon geschafft. Es wird mit dem Essen ein bisschen knapp. Wenn wir Glück haben, finden wir aber irgendwo nochmal Riegel oder irgendwas. Dann kann es hier natürlich locker weitergehen. Wenn wir Pech haben, natürlich nicht. Alles klar. Ich freue mich auf morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die erste Runde hier im Tempel mit euch. Bin sehr gespannt, ob es weiter so cremig läuft. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Bis morgen.